Mitte Januar hat Apple neue Macs vorgestellt. Mit dabei waren die MacBook Pros 14 und 16 Zoll sowie ein im Preis gesenkter Mac Mini mit M2. Äußerlich hat sich bei den MacBooks nichts getan. Zu erkennen sind sie weiterhin an den Einkerbungen für Webcam und Sensoren am oberen Displayrand, auch Notch genannt, sowie den abgerundeten Bildschirmecken oben. Bei den MacBooks hat Apple nur die Prozessoren, HDMI, Bluetooth und WLAN verbessert. MacBook Pros mit 14 und 16 Zoll kommen ab sofort mit neuen Prozessoren namens M2 Pro und M2 Max heraus, die noch nirgendwo anders im Einsatz sind. Anders als beim Wechsel vom M1 zum M2 hat Apple hier auch die Zahl der CPU-Kerne erhöht. M2 Pro und M2 Max verfügen weiterhin über 8 Performance, aber nun 4 statt 2 Effizienzkernen. Apple verspricht eine um 20% höhere CPU-Leistung und das können unsere Tests mit Multicore-Benchmarks auch bestätigen. Beim Geekbench 5 Multicore-Benchmark erreicht der neue M2 Max 15.050 Punkte und der M1 Max nur 12.709, ein Leistungsunterschied von 20%. Bei Anwendungen, die nur einen Kern nutzen, fällt der Zuwachs bescheidener aus. Hier erreicht der M2 Max 1.973 und der M1 Max 1.790 Punkte. Das sind nur 10% Unterschied. Für 2.400 statt bislang 2.250 Euro bekommt man das Basismodell mit 14 Zoll Display, 10 Core CPU, 16 Core GPU, 16 GB RAM und 512 GB SSD. Das MacBook Pro 16 Zoll ist nun ab 3000 statt 2750 Euro zu haben und bietet im Unterschied einen 12-Core CPU und eine 19-Core GPU. Ein M2 Max ist im 14 Zöller ab einem Gesamtpreis von 3470 Euro erhältlich, dann aber auch mit 32 GB RAM. Für ein MacBook Pro 16 Zoll mit dem größten M2 Max, 96 GB RAM und 8 TB SSD zahlt man 7600 Euro.